Hi, hier ist Viktor Baranowski von FunKit und ich habe eine weitere Mobilisationsübung für euch. Diesmal für die Oberschenkelrückseiten, die häufig verkürzt sind vom zu vielen Sitzen am Schreibtisch. Und da gibt es eine super geniale Mobilisationsübung, die gleichzeitig auch die Oberschenkelvorderseiten ein wenig aktiviert, aufwärmt und moderat kräftigt. Also eine aktive Beweglichkeitsübung. Aktive Beweglichkeitsübungen sind mal vorzuziehen, weil die Muskulatur dadurch nicht in einen oder schwerer in einen unphysiologischen, ungesunden Zustand hineinbewegt werden kann. Das heißt, in dem Fall die Beinbeuger Rückseiten. Ich zeige euch am besten direkt die Übung. Ihr steht etwa schulterbreit mit den Füßen. Dann beugt ihr euch in der Hüfte nach unten Richtung Boden. Wenn ihr mit den Händen auf den Boden kommt, ist das echt super. Von hier aus beugt ihr die Knie, habt in der Endposition die Brustwirbelsäule schön aufrecht gestreckt und geht wieder nach oben in die Streckung. Verharrt hier in dieser Dehnposition, an dieser Stelle zieht es wirklich hier auf der Beinbeugerrückseite recht enorm. Verharrt hier so ca. 2-3 Sekunden, bis ihr wieder runter geht und wieder hoch geht. Für Leute mit nicht so viel Beweglichkeit, kein Problem, einfach hier weiter oben anpacken, runter geht in die Kniebeuge. Und wieder strecken. Hier kurz verharren, damit die Dehnung ein wenig wirken kann. Runtergehen und strecken. Das Ganze sollte man ca. 10 Wiederholungen lang wiederholen, um einfach so eine kleine Aktivierung und so eine kleine Unterbrechung vom sitzenden Alltag zu haben, damit die Übung auch wirklich gut wirken kann. 4-mal in der Woche ist optimal, noch besser, wirklich täglich einbauen, täglich in der Woche. Von Montag bis Freitag, immer wenn ihr sitzt, am besten zur Mittagspause, da stört es keinen. Und diese Übung durchführen, damit die Oberschenkelrückseiten ein wenig langgezogen werden. Das war's auch schon wieder und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Mobility Quickie.